Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Warheim. Wir sind zusammengekommen, um uns wieder um Kupfer und Zinn zu kümmern. Wenn wir Glück haben, haben wir heute mal keinen Troll am Hals. Die sind schon lästig, das gebe ich zu, auch wenn sie jetzt nicht mehr so dramatisch sind. Entschuldigung. Ja, auch ein Wikinger muss mal husten. Hier haben wir Zinn, das ist gut. Das freut einem. Dann nehmen wir uns den gerade mit. So, bisschen Ausguck, dann geht es auch ein bisschen schneller. Der Zinn ist auch schon ziemlich zu Ende gegangen. So, dich lasse ich in Ruhe. Du kannst auch mal ein wenig dich entspannen. So, haben wir hier noch ein bisschen Zinn? Nein? Deine? So, mal gucken wir mal hier, wo wir noch Zinn finden. Ist das genau? Und hauen wir drauf. Den Zinn haben wir. Noch Kupfer oder sowas finden. Wie sieht es da hinten aus? Ah, da hinten scheint wieder schon... Nee, ist noch kein Zinn. Jawohl. Ich hatte Angst gehabt, dass da schon eine Ebene, aber Quatsch, nur Sumpf ist. Ja, und nochmal. So, wie sieht es aus? Gewichtmäßig kein großes Problem. Wir haben jetzt hier diese Erdbeermarmelade, Bärenmarmelade dabei. Und ja, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Zinn. Mal ein bisschen die Abstand vergrößern, falls ein kleiner Troll uns besucht. Die letzten Farming-Handlungen waren ja durch Trollbesuch ersetzt. So. Genau, hier waren wir schon drin. Hier dürfte nichts mehr problematisch sein. Ist hier Kupfer. Bitte, bitte, bitte Kupfer. Kupfer, put, put. Naja, klar. Habe ich hier Kupfer markiert auf der Karte? Nö, aber da vorne. Aber das war, wo wir schon waren. Normalerweise ist da oh, davon ist noch eine. Ah, genau. Ein Spawner. Den werden wir uns mal ein wenig drum kümmern. Was da weg ist. Der Spawner ist immer so unangenehm. So, und der ist genauso unangenehm. Der ist schon weg. Ich habe eine Leiche erschlagen. So, jetzt brauchen wir wieder Kupfer, ne? Ist das hier Kupfer? Bitte, bitte, bitte. Auch nicht. Du warst eben schon kein Kupfer, dann bist du jetzt auch kein Kupfer. Genau. So, dann essen wir auch wieder was. Aha. Ja, man sieht, guck mal unten die Ausdauer jetzt an oder die Gesundheit. Wir gehen schon ein bisschen höher jetzt, ne? Und? Kommst du? Alles gut. Bis zu 112, das ist schon mal sehr gut. Aber trotzdem brauchen wir noch den Herrn Kollegen Eike später. Und wir brauchen vor allem Kupfer. Was sind wir? Hier ist Kupfer. Ich lege mich mal fest, dass das Kupfer ist. Und wenn du kein Kupfer bist, dann gucke ich dich ganz böse an und sage, du bist Kupfer. Okay, du bist Kupfer. Du bist Kupfer. Der mag nicht. Die hören einfach nicht mehr auf mich. So, haben wir hier noch was? Das dürfte auch kein Kupfer sein. Jetzt sage ich mal, es ist kein Kupfer. Und dann ist es auch keins. Sondern wenig irritierend. So. Da ist Kupfer, meine Herren und Damen. Wir haben Kupfer. Ja gut, dann werden wir uns mal hiermit ein wenig beschäftigen. Wir brauchen Datensicherung, genau. Also wie gesagt, ich habe jetzt schon ein paar hundert Stunden hinter mich gebracht in das Spiel und ja, nur zweimal einen Fehler. Das ist faszinierend.
Und jetzt glaube ich am 16.09. soll ein Update rauskommen. Mit neuen Biome, also neue Landschaften. Man hat ja immer was zu tun. Haben wir Kupfer? Jawohl, wir haben schon Kupfer und ich höre schon wieder was. So, ich habe wieder was gehört. Ja, das ist so schön entspannend, wenn man den ganzen Tag mit Sachen zu tun hat, die mir im Kopf anhand gehen. Komm. Kommst du? Ja, komm. Gut, gut und tschüss. Nochmal. Also. Ja, ist entspannt. Ach, guck mal da hinten, von hinten. Ja, ich gehe doch so. So, komm, tschüss nochmal. Danke. Nochmal. Ja, das war auch schon mal besser. Gewichtmäßig sind wir noch einigermaßen im Maul. Oh, gut, da kann man die Steine wegschmeißen. Da passt der Schacht. So, haben wir die. Dass unsere Spitzhacke das aushält. Davon gehe ich mal aus. Und nochmal. Wunderbar. Nun Kupfer bekommen. Das heißt also, wir werden heute wieder schön schmelzen können. Und nochmal. Naja, man sollte oben drauf stehen. Zum Beispiel so müsste es normalerweise ein bisschen mehr geben. Also schnellerer Schaden, das sieht man auch. Genau. Und hier nochmal. Ah, die Axt geht noch. Die, du willst auch was haben? Komm, bekommst auch was. Ich danke dir für den Besuch. So. Na, guckt euch mal die Bärenmarmelade an, wie lange die hält. Ja, das ist gut. Da, da, da. Und nochmal. In Kongigen. So. Hart. Naja, komm, die Steine schmeißt mal kurz weg. Die brauchen wir im Moment nicht. Uns geht es ums Kupfer. Solange die Axt hält und wir nicht überladen sind, nehmen wir unseren Kupferweg und besorgen uns Arbeit zum Schmelzen. Ja, hier geht merkwürdigerweise nichts runter. Also, oh doch, ihr seht, da ist immer noch Zeug. Na, Steine will ich doch gar keine. Ja? Die Steine jetzt hier hinschmeißen, der müssen nachher wieder auf. Weg damit. Oh, noch 60 Einheiten. Haben schon 16 Kupfer. So, haben wir da auch noch. Ja, ist immer noch Kupfer da drin. Jetzt seht das hier wieder. Das ist faszinierend. Ja, noch nicht ganz voll. Jetzt bin ich gespannt, ob hier auch noch Kupfer drin ist. Da vorne noch. Ja, man sieht es. Wahrscheinlich bekomme ich jetzt keins mehr. Ja, die Axt macht da nämlich viel mit. So, dann nochmal das Rad zu viel, dann die Steine weg. Das Kupfer ist ein bisschen wichtig. Jetzt war immer noch zu viel und die sind auch weg. So, das reicht, meine Herren und Damen. Wir machen uns auf den Heimweg, der genau dieser Weg ist, den wir jetzt hier langlaufen. Warte, hoffen wir mal, dass wir hier in Ruhe durchkommen. Hier ist auch so eine... Hey, das ist auch Kupfer, ne? Herrlich.
Ist markiert. So, jetzt müssen wir noch mal schauen, dass ich die richtige Richtung laufe. Aha. Ja, sieht so aus, ne? Gut, also ich laufe jetzt nach Hause und falls noch was kommen sollte, hole ich euch wieder dazu, obwohl wir diesen mal gemeinsam den Weg, ne? Ihr könnt ja vorspulen und unser einer muss laufen. Mit knapp 450 Kilo im Rücken. Ach ja, halt, das sind Pilze. Mit denen kann man auch irgendwas herstellen. Und die wiegen auch nicht so viel, ne? Die kann man immer. So. Auch nicht schon wieder. Lass mich in Ruhe. Bleib weg von mir. Du auch. Danke. So. Das war. So, ja, falsche Richtung. Genau. Die nehmen wir auch noch mit. Wobei, die finden wir eigentlich überall, ne? Die Löwenzahn-Dinger da. Aber die wiegen nicht viel. Ich überlege, ob ich eine Mod installiere, dass die Grafik noch ein bisschen besser wird. Oder besser wird, so ein bisschen moderner. Aber ich weiß nicht, wie ich das ausdrücke, aber irgendwie hat er so, es ist irgendwo sein Charme oder ihren Charme. Genau. Ich friere. Das ist nicht gut. Da muss ich was essen. Wer friert, muss essen. Ja, okay. Hier war ich auch schon drin. Genau. Das ist der Vorteil, wenn alles aufgedeckt ist, da weiß man, wo man schon war. Der Löwenzahn. Ah, da vorne ist unser Bett schon, wie es aussieht. Der Nebel ist weg. Genau. Immer noch so voll. Ja, komm. Die gehen mir auf die Nerven, die brauche ich nicht. So. Wir haben auch noch genug von dem Edelholz. Kernholz müssen wir noch holen, also Kiefern und solche Dinge. Dann können wir nämlich ja vielleicht irgendwann einen Wall bauen oder unsere Festung verstärken mit besserem Holz. Lass uns mal schauen. So, sicher ist, dass wir sicher zu Hause sind. Grammatikal ist sehr gut. Ah, die Bäume, die ich drumherum gepflanzt habe, die sehen schon was aus hier. Okay, da vorne sind noch ein paar Erdbeeren. Ob ich da mitnehmen kann, weiß ich nicht. Na komm, oh, und da vorne ist wieder so ein Graukopf. Also, kannst du aufhören zu schmeißen, mein Freund? Hast du jemals gesehen, dass ich auf dich was geschmissen habe? Nee, ne? Ja, ich trage zu viel, das weiß ich auch. So, und dann kommt das Holz raus. Na? Willst du auch noch ein paar drauf haben? So, dann holen wir noch unsere Erdbeere. Ich fühle mich nicht länger ausgeruht, das stimmt. Bin mir schon komplett miet. So, was wir jetzt machen, ganz einfach. Wir hauen das, was wir uns geholt haben, in die Schmelze rein. Und freuen uns darüber, dass wir hier später auch mit den hier was machen können. Kann ich schon mal pflanzen? Ich habe die in dem Fluch nicht dabei. Wir können ja später noch mit den Pilzen und Karotten was herstellen. Das sollte so eigentlich sein. Wir haben noch Kohle. Die muss hier auch rein. Gut, wir räumen auf. Und dann werde ich ganz gemütlich schmelzen. Kupfer ohne Troll. Das ist toll. So. Gut, hier. Und ziemlich viel von dem jetzt hier. Das ist gut.
Das ist sogar sehr gut. Ja, wir sortieren mal wieder. Es reicht bald nicht mehr aus mit dem Platz hier. Die brauchen wir 3 Stück für den Kollegen Uralte. Genau. So, da haben wir noch 2. Holz können wir auch noch schneller machen. Dann nehmen wir noch ein 25er. Dann können wir so Kohle noch herstellen, ne? So, da habe ich noch von dem hier. Da habe ich noch eins reingepackt. So, das Essen weg. Ist eigentlich unser Zeug schon fertig? Nee, der braucht ziemlich lange. Genau. So, mal hier unsere Pilze. Und hier noch ein paar Beeren der Erde. Kommt erstmal noch so einer. So, und dann fangen wir mal wieder an reinzuschmeißen, ne? Hier Kupfer gibt 2 Bronze. Ich habe keine Kohle. Ja, die wird ja was gemacht. So, dann können wir das auch wegwerfen. Gut, also ich werde jetzt ganz entspannt noch ein bisschen schmelzen. Und schauen wir mal. Genau. Ich habe jetzt leider keine fertigen Zinn. Nee, dann müssen wir ein bisschen schmelzen hier in der Richtung. Aber ich habe Folgendes vor. Wir können ja das mit rausnehmen. Mir wird aber gleich anzeigen, dass ich überladen bin. Davon gehe ich mal aus. Ja, komm, schauen wir mal, was er macht. So, eben hat er ein bisschen aufgehoben. Oh, nee, geht doch. Dann packen wir es draußen in den Wagen rein. Ist einfacher. Genau. Na toll, einmal zu schnell. So. Gut, dann können wir das noch schön alles fertig machen. Gut, dann mache ich es mal für heute Feierabend mit euch, damit ihr entspannen könnt. Und wir werden hier auf unserem kleinen Server noch ein wenig rumarbeiten. Also, was haben wir heute gemacht? Gekupfert. Und das ohne Troll. Das ist auch schon was wert. Und wir haben angefangen zu schmelzen. Morgen oder beim nächsten Tour werden wir aufrüsten. Das heißt, mal schauen, dass wir noch ein Schild herstellen können, der uns dann ein bisschen voranbringt mit dem Waffenskill, mit dem Holzskill. Holzschild haben wir nicht so viel Skill. Und das werden wir machen. Und genau. Und dann werden wir uns mal schauen, dass wir so langsam uns überlegen, ob man hier oben rausfährt zum Uralten, weil da unten ist mir einfach an dem Weg zu viel. Wer ist denn da gestorben? Ich glaube, ich war's. Ist mir zu viel Sumpf. Das heißt, wir werden mal versuchen, da oben lang zu gehen, lang zu fahren. Und schauen wir mal, wie es da oben aussieht, ne? Gut, dann bis bald und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis, tschüss.